Moin Moin und Hallo. Herzlich willkommen zu einem neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute mit dem Funkgong-Set hier. Funkgong-Set HX-Style. Cooler Style ist das HX-Style. Es kommt von der Firma Heidemann und die machen ganz gute Funkgongs. Und das ist nämlich eine gute Alternative zum alten verkabelten Möglichkeitsbereich in der Verklingelisierung zu Hause oder im Büro oder wo auch immer. Wir haben hier die Möglichkeit, nämlich 8 Melodien uns reinzuziehen. Maximale Reichweite von 150 Metern. Der Empfänger ist sogar mit Vibrationsalarm. Der Sender hat ein Namensschild mit LED-Licht als Rufsignal. Das bedeutet, selbst wenn ihr nicht mehr so richtig sehen könntet, geht die Vibration, merkt ihr dann. Und wenn ihr nicht mehr richtig hören könnt, aber sehen könnt, würdet ihr nämlich dort das LED-Licht als Rufsignal mitbekommen. Und wenn ihr zum Beispiel gerade an Musik hören seid, gilt das natürlich dann auch, dann seht ihr es. Ja. Der Funkgong Power Style Set HX Style von Heidemann kann stufenlos in der Lautstärke zwischen 70 und 88 Dezibel eingestellt werden. Senderempfänger sind für eine Anbringung an der Wand ausgelegt und reagieren bei Signalen beide mit einem Aufblinken der integrierten LED-Leuchten. Der Abstand zwischen den Elementen sollte maximal 150 Meter betragen. Die Batterie für den strahlwassergeschützten Sender ist inklusive. Die zwei benötigten 1,5 Volt LR6 Mignon Batterien müssen jedoch zusätzlich erworben werden. 1,5 Volt LR6 sind die normalen AA Batterien oder galvanischen Zellen. In dem Sender ist eine CR2032 3 Volt Knopfbatterie zu ballern. Das ist auch der kleine Mini-Standard, der auch zum Beispiel bei euch in den Auto-Fernbedienungsdingern drin ist. Nur mal so, ne, und so weiter. Das Ding ist MP3-fähig. Wir haben 8 Melodien zur Auswahl. Die Serie ist die HX-Serie. Und wir haben einen Sender, einen Empfänger mit Gürtelkleb dabei. Das heißt, den können wir sogar mit rumschleppen, wenn wir wollen. So, hinten stehen noch mal ein paar Infos. Funkgong Set HX Style, maximal Reichweite, habe ich vorhin schon gesagt, bla bla bla. Volumen inklusive An- und Ausschaltknopf, IP55 spritzwasser geschützt, 88 Dezibel, 150 Meter Länge, 256er Frequenz. Ja, alles cool, ne? Das ist echt nice, denn diese Dinger hier funktionieren wirklich ganz gut. Und vor allen Dingen, wir haben hier eine Frustverpackung. Das ist immer das Schlimmste. Heidemann macht es immer noch. Die ballert immer noch die Oldschool-Verpackung, wo ich mich durchschnibbeln muss. Ansonsten werde ich mir nicht bekloppt damit. So. Wir haben einfach noch keine moderne Verpackungsabteilung, die dort verpackungstechnisch ein bisschen frustloser an den Start geht. Aber ist egal, wir schaffen das. Wir haben ja eine Schere hier, oder? Ne? Wir scheren uns darum. Jetzt hier mal durchzuscheren. Oh Mann, Frustverpackung, Scheiße. Okay, wir haben es geschafft, Leute. Weg mit der Verpackung. Sender, Empfänger, Papierkram. Was haben wir denn hier? Bedienungsanleitung? Ja. Das HX-Style ist die 17821, sehe ich gerade. Steht hier noch. Jetzt haben wir hier eine bebilderte Verpackung am Start. So, habt ihr alles gelesen? Gut. Dann haben wir das gleiche noch mal, wenn ich das so richtig sehe. Funkgong Bedienungsinstallationsanleitung 708081. Okay, ist zweimal dabei. Dann haben wir hier Custom Information. Das heißt, hier ist die, die Zertifizierungsdaten. Boah, cool. Bohrschablone ist auch mit am Start. Guck mal hier, Bohrschablone. Natürlich müssen wir da schauen, welches unserer ist. Guck mal, ne? Das ist also für unterschiedliche Heidemann-Sender. Oh, guck mal, hier unten ist noch ein anderer. Und da geht es noch um Runden. Also unserer wäre der linke hier, der 70880. Den kann man als Bohrschablone nehmen, wenn ihr es bohren wollt.
Aber ich empfehle, wir haben sogar, wir haben das an der Wand gemacht oder so eins, haben wir schon mal, Quick Start. Wir haben sogar schon mal so eine Anlage an Klinker dran gemacht und das ging sogar mit einem Verklebung. Also wirklich, funktioniert auch. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben einmal hier den Sender, der sendet, wenn man hier drauf klickt, sendet der seinen Sound, sein Signal zu diesem Empfänger, der dann Party macht, der dann Infos abgibt. Dieser Sender ist in schwarz gehalten. Wir haben hier an der Seite eine Möglichkeit, dann rein zu pressen. So, zack. Wenn wir da reingepresst haben, geht hier unten die Klappe auf. Und dann gucken wir uns das an, wie es hier drin aussieht. So, hier haben wir ein Knöpfli. Hier haben wir unsere CR2032 galvanische Zelle. Ich komme mal ein bisschen näher. So sieht das dann aus. So. Na, das heißt, wenn wir die jetzt abziehen, ne, hier ist nämlich so ein Schnippel dazwischen, der jetzt noch den Minuspol von der Platine trennt, kann man losdingen. Ich lasse das mal so. Hier auf der Seite haben wir unseren Gong. Ich gehe mal auf normale galvanische Zellen über. Vielleicht liegt es daran, dass der kein 1,2 Volt unterstützt. Manchmal sollte man auch fresh Batterien nehmen und nicht Akkus. Okay, Akkus sind leider nicht kompatibel damit. Warum? Das wird wahrscheinlich nur aufs 1,5 Volt Netz gehen. 1,2 Volt unterstützt es nicht. Und jetzt? So, jetzt klappt das auch schon. Tja, ja, jetzt könnten wir hier drüben noch den Sound ausmachen. Dann geht nur das LED an. Sound ist dann aus. Jetzt haben wir natürlich auch noch die Möglichkeit, hier ein paar Einstellungen zu machen. Hört ihr es? Wird leiser und es wird lauter. So, das war jetzt irgendwie... Der Lautstärke-Freund funktionierte ganz kurz, aber so richtig jetzt will er nicht mehr. Das heißt, da müsst ihr ganz vorsichtig mit sein. Das ist nämlich hier dann nur so eine Kunststoffdrehbar, die dann da auf der Platine ganz schnell sozusagen überspringen kann, was bei mir jetzt passiert ist. So, okay. Wie ändern wir den Sound? Wir haben ja verschiedene Modi zur Auswahl. Erstmal, das ist der normale Standard-Gong hier am Start. Den wechseln wir mit der inneren Taste. Da habe ich das noch auseinander gehabt. Den Code selber hier ändern wir also nicht am Bumper vom Gong, sondern am Sender. Hier, ne, da haben wir jetzt eine Änderung stattgefunden. Jetzt drücken wir nochmal. Sind die unterschiedlichen Sounds. OMG. Da waren wir doch schon, ne? So. Jetzt suchen wir uns das Coolste raus. Und können das dann benutzen. Ne? So, wie gesagt, hier können wir ganz einfach durchbohren, das dann an die Wand setzen mit Dübeln oder in eine Holzwand direkt reinschrauben. Hier ist die Möglichkeit, haben wir hier vorne, haben wir die Möglichkeit, unseren Namen anzubringen. Und hier, da sollte man eigentlich vorsichtig, kann man das dann in diesem Radius bewegen, lauter, leiser. Diese Code-Taste ist in dem Fall nicht in Funktion. An der Seite können wir es aus- und anmachen, sprich LED-Funktion, alleine Mute schalten in dem zufolge. Und hier sehen wir auch einen Lautsprecher drinnen, LED-Anzeige oben.
Dann haben wir hier ein Finish aus Metall gebürstet und hier der Sender sieht auch vernünftig aus. Also ihr seht, es ist sehr einfach, vor allen Dingen auch sinnvoll, dass man das nicht hier ändert, sondern hier. Obwohl, wenn ich das jedes Mal abnehme, ne, von der Wand, ich müsste das ja, das wäre ja eigentlich an der Wand ändern, ich müsste jedes Mal hier reinstechen. Dieses Kunststoffding hier wird bestimmt nicht lange halten. Ich glaube, das ist nicht so geil durchdacht. Ich würde sagen, es wäre sinnvoller gewesen, man würde den Knopf hier nutzen dürfen, um zum Beispiel dann den Sound zu ändern. Ne? Aber das ist funktionslos gemacht worden. Das hat wohl nur was damit zu tun, wenn man die zum Beispiel in Reihe schalten möchte, etc. So, das heißt, das Ding hier einfach an einer Schraube anbringen, an der Wand oder wo auch immer. Dieses Ding hier mit zwei Schrauben hier durch anbringen und dann das draufschieben. Oder hier ein Klebepad drauf, dieses dann an die Wand setzen. Zum Beispiel mit Silikon oder Montage-Klebstoff und dann könnt ihr direkt loslegen. Dann hier noch raushebeln, diesen Teil vorne raushebeln und dann könnt ihr euren Namen drauf schreiben und habt auch dort die volle Power. Das ist also das Funk-Gong-Set HX-Style von Heidemann. IP55 spritzwassergeschützt, das heißt, wir können dieses auch hier natürlich an unserer Fassade draußen anbringen. Nur natürlich unter Wasser geht das nicht. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Tzu.